Eigude und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 35 – Trautes Heim. Harry und Draco schauten sich fragend an und hofften, den jeweils anderen in der Mimik als Witzbold enttarnen zu können. Der erste, der die Stille brach, war Harry, der leise und etwas entsetzt fragte: »Siehst du da echt keinen Schlüssel?« Seine Worte klangen so ernst, dass Draco jeder Sinn nach Hohn und Spott vergangen war, als er unsicher den Kopf schüttelte. Bittend sagte Harry: »Würdest du, nur um zu sehen, ob du ihn fühlen kannst, meine ich?« Es schien ihm reichlich albern, nachts auf einer Wiese hinter Hagrids Hütte an Harrys Fingerkuppen herumzutasten, aber sein Gegenüber brachte die Worte so flehend heraus, dass Draco nicht anders konnte. Er hob seine Hand und fühlte gleich über Harrys Fingernägeln einen harten Gegenstand, den er jedoch nicht sehen konnte. »Ich glaube, ich spinne. Was?« sagte Draco, verstummend. Er brauchte seine Frage nicht zu stellen, denn Harry erklärte von sich aus: »Das ist so eine seltsame Sache bei mir. Manchmal kann ich Leute nicht sehen oder hören, obwohl sie definitiv da sind. Aber einmal konnte ich einen von diesen Affen sehen, die sich tarnen können. Naja, ich konnte ihn sehen, als er getarnt war. Ich weiß nicht, wie das kommt, aber Severus und Hermine versuchen herauszufinden, was die Ursache dafür sein könnte.« Er benötigte einen Moment, um Harrys Worte sacken zu lassen, bevor er erstaunt nachfragte: »Severus und Granger zusammen?« Harry musste erst lachen, denn es erschien Draco wesentlich unheimlicher, dass die beiden miteinander auskamen, als die Tatsache, dass Harry gewisse Probleme mit seiner Wahrnehmung hatte. Vielleicht hatte Severus seinem Patensohn nichts von Hermine erzählt, weil er wusste, dass Draco mit ihr nie gut ausgekommen war. Die Sache mit dem Schlüssel fand Draco äußerst spannend, weswegen er neugierig nachfragte: »Dobby hat dir den Schlüssel gegeben?« Harry bestätigte seine Aussage und erzählte, wie es dazu gekommen war. Nachdem Harry das erste Mal den Namen Creatures erwähnte, erstarrte Draco zunächst zur Salzsäule. »Draco, was ist? Geht's dir gut?« fragte Harry besorgt. Blinzelnd schaute Draco zu Boden, dann nervös über Harrys Schulter und sogar einmal nach oben in die Sterne, während seine Hände sich langsam wie von allein zu bewegen schienen und verzweifelte Gesten machten, sich verkrampft zu Fäusten ballten, sich streckten oder am Stoff seines Umhangs zerrten, als wäre der Blonde eben mit einer Situation konfrontiert worden, die ihn überforderte. Draco schien im Moment völlig hilflos und aufgeregt. Immer wieder blickte er fassungslos um sich, während seine Lippen nun auch unkontrolliert zu zittern begannen. Letztendlich wurde er von seinen Gefühlen so sehr übermannt, dass er in die Hocke gehen musste. Draco atmete erregt und abgehackt, was Harry dazu veranlasste, sich neben ihn zu knien und noch viel besorgter als zuvor zu fragen: »Draco, was ist? Soll ich Severus holen? Merlin, du musst ruhig atmen. Mach die Augen zu und konzentriere dich aufs Luftholen. Nein, nicht tief atmen, sondern ruhig. Einfach nur ruhig.
Zähl langsam bis 10 und versuch, ruhiger zu atmen. Alles klar? Fragte Harry beunruhigt. Jede von Harrys Anweisungen hatte er befolgt, sodass er mittlerweile wieder normal atmete. Mit Schweißperlen und Hoffnung im Gesicht fragte Draco. Creature, was war mit ihm? Er ist tot, oder? Harry empfahl. Gehen wir lieber zurück ins Schloss. Harry, sag mir, was du über Creature weißt. Entgegnete Draco lautstark. So setzte sich Harry neben ihn und erklärte, was er zuvor nicht beenden konnte. Dobby sagte, Creature hätte Dinge versteckt. Und nachdem Dobby ihn irgendwo hier draußen tot aufgefunden hat, gehörten alle Dinge, die Creature gehörten, mir. Ich war sein letzter Meister, weil man Sirius ja tot glaubte. Deswegen hat Dobby mir das gebracht. Er hielt den Schlüssel hoch, aber Dracos Augen waren nur auf das Stück zitterndes Pergament gerichtet, welches auf dem Boden lag. Das Einzige, was er sehen konnte. Hauselfen haben keinen Besitz. Das weiß doch jedes Kind. Konterte Draco gereizt. Creature hat mich gehasst, Draco. Vielleicht hat er den Schlüssel nur für jemanden aufbewahrt. Er mag verwirrt gewesen sein, aber er hat es verstanden, sich seine Anweisung immer so hinzubiegen, wie er es gerade brauchte, ohne sich anschließend bestrafen zu müssen. Mit beiden Händen raufte sich Draco die blonden Haare, als er verzweifelt sagte. Das muss doch einen Sinn ergeben. Es muss einen Sinn haben. Was meinst du, Draco? Ich habe keinen blassen Schimmer, wovon du redest. Verdeutlichte Harry mit fester Stimme. Weißt du, ob Creature meine Tante aufgesucht hat? Fragte Draco mit Nachdruck. Nein, Draco, das weiß ich nicht. Aber er hat deine Tante über alles gestellt. Er hat mich nie akzeptiert, obwohl er Sirius Eigentum war und nach dessen Tod meines. Ich kann nicht ausschließen, dass er nicht auch andere Personen Versprechen gegeben haben könnte oder etwas für andere erledigte. Wenn es so gewesen sein sollte, wenn er also tatsächlich mit einer weiteren Person unter einer Decke gesteckt hatte, dann hatte er es jedenfalls weder Sirius noch mir erzählt. Demzufolge konnte man ihn auch nicht gezielt fragen, um hinter seine Geheimnisse zu kommen. So konnte er weiterhin den Mund halten und er musste sich nicht selbst bestrafen. Möglicherweise hat er es auf seine verschlagene Art und Weise so hinbekommen, der Diener mehrerer Meister zu sein. Nach einer Weile, die Draco grübelnd verbrachte, indem er immer wieder eine Hand an die Stirn legte und die Augen konzentriert zusammenkniff, rückte er endlich damit heraus, was ihn so beschäftigte. Mein Vater sagte, meine Mutter würde sich in einem Haus versteckt halten, das unter einem Fidelius-Zauber steht, und er wusste, dass Creature der Geheimniswahrer gewesen war, aber der ist jetzt tot. Verdammt. Nach einer Weile, die Draco wieder angestrengt nachdenkend verbrachte, brabbelte er vor sich hin. Meine Mutter muss irgendwas gedreht haben, einen Schlüssel, ein Haus, ein Fidelius. Aber was waren Creatures Anweisungen? Gespannt verfolgte Harry die Selbstgespräche des Slytherins, der offenbar davon ausging, dass der unsichtbare Schlüssel von Creature etwas mit dem Haus zu tun haben müsste, in dem sich dessen Mutter versteckt hielt. Harry fand keine Zeit, um irgendwas von sich geben zu können, da versuchte Draco erneut, die Tatsachen wie ein Puzzle zusammenzufügen. Warum Creature? Das muss einen Sinn ergeben. Aber wenn es vorhersehbar war, dann, dass ein Außenstehender, Black oder du, den Schlüssel bekäme, würde der Elf sterben. Das ist einfach nur unlogisch. Severus, mein Vater oder ich, das wäre logisch gewesen, wenn einer von uns den Schlüssel bekommen hätte. Aber warum sollte man wollen, dass ausgerechnet du... Nimm es mir nicht übel, Harry. Aber genau das ist es, was keinen Sinn ergibt. Mit hochgehaltenen Händen sagte Harry, aber es
kann doch auch sein, dass der Schlüssel überhaupt nichts mit dem Versteck deiner Mom zu tun hat. Ich würde mir nicht so große Hoffnung... Draco unterbrach ihn und schimpfte etwas entrüstet. Wie blind bist du eigentlich? Kannst du nicht mal eins und eins zusammenzählen, wie? Ich weiß, dass der Schlüssel aus Creatures Besitz mit dem Haus zu tun haben muss. Man muss nur anständig kombinieren können, aber das kannst du offenbar nicht. Ermutigend begann Harry mit den Worten: Was, wenn deine Tante ihre Schwester zuliebe... Wieder unterbrach Draco ihn. Nein, definitiv nicht. Meine Tante hätte niemals, für niemanden, irgendetwas getan, was nicht im Sinne des Dunklen Lords gewesen wäre. Meine Familie war sowieso bei ihm unten durch. Mein Vater war der Sündenbock für meine Flucht und das Verschwinden meiner Mutter. Bellatrix hätte ohne mit der Wimper zu zucken ihre eigene Schwester kaltblütig ermordet, wenn der Dunkle Lord sie aus purer Lust auf Unterhaltung darum gebeten hätte. Creature und sie konnten nicht unter einer Decke stecken, um meine Mutter zu schützen, aber jemand anderem als Bellatrix hätte er niemals einen Gefallen erwiesen. Plötzlich hielt Draco inne, aber Harry forderte ihn auf, seine Gedanken preiszugeben, so dass Draco nachgab und die wirren Möglichkeiten laut von sich gab, die sein verquerter Slytherin Verstand erdachte. Sie waren Schwestern, kannten sich nur zu gut. Mutter war clever, sie hätte... Das würde es erklären können. Viel Saft trank. Meine Mutter war nie eine Todesserin. Ihr lag mehr an mir und an Vater als an den Dunklen Lord. Sie wusste, dass Creature meine Tante verehrte, sie vielleicht sogar besuchte. Meine Mutter muss sich als ihre Schwester ausgegeben haben und... Diesmal unterbrach Harry ihn, indem er sagte: Draco, das sind nur wilde Vermutungen. Doch Draco versicherte ihm selbstsicher und mit erhobenem Zeigefinger: Das ist nicht so abwegig, wie du denken magst, Harry. Meine Mutter war ausgezeichnet in Zaubertrinken. Ich kannte sie besser als mein Vater, darauf kannst du Wolfswurz nehmen. Ich kenne ihre Taktik, denn sie hat sie mir eingeimpft. Sie hat immer alles so hingebogen, dass sie ihre Ziele erreichte, und dafür hat sie auch andere manipuliert, ohne dass sie es gemerkt haben. Sie war es, die meinem Vater ausgeredet hat, mich nach Durmstrang zu schicken. Sie hat Severus zu meinem Paten gemacht. Sie hat dafür gesorgt, dass ich unter seiner Obhut stand, als ich... Draco hielt kurz inne und verdrängte ganz schnell wieder den Gedanken an die Nacht auf dem Astronomieturm, in welcher er Dumbledore ermorden sollte. Nachdem er sich gefangen hatte, erklärte er weiter: Unser Verstand arbeitet sehr ähnlich, wenn nicht sogar genauso. Sie muss in der Richtung irgendwas gedreht haben, ich bin mir sicher, Harry, denn ich hätte es auch so gemacht, genauso. Meine Mutter muss Creature in der Gestalt von Bellatrix zum Geheimniswahrer gemacht haben und ihm darüber hinaus das Versprechen abgenommen haben, niemals wieder, nicht einmal ihrer, also Bellatrix Anwesenheit, ein Wort darüber zu verlieren. Das wäre logisch. Das ist logisch. Wenn mir das in den Sinn kommt, dann könnte meine Mutter genauso gedacht haben wie ich jetzt. Aber wenn Creature gestorben ist, vielleicht ist sie ja auch nicht mehr am... Plötzlich griff Draco nach dem Stück Pergament am Boden, in dem der Schlüssel eingewickelt war, und starrte es hoffnungsvoll an. Aber es war leer. Keine Ortsbeschreibung, keine Worte, die ihm das Versteck nannten. Ernüchtert schloss er die Augen, bevor er sagte: Wenn Creature sich um sie gekümmert hatte, dann wird sie auch jetzt tot sein und irgendwo ungesehen verwesen. Dieses Mal war es Harry, der die Geschichte weitersponn und laut vermutete: Wenn deine Mutter so schlau war, so schlau ist, dann wird sie es mit eingeplant haben. Niedergeschlagen stand Draco auf und sagte mit schwacher Stimme: Gehen wir zurück zum Schloss. Irgendetwas in seiner Stimme machte Harry Angst. Draco schien zu kapitulieren und in nichts mehr einen Sinn zu sehen, keinen Sinn im Leben zu sehen. Und mit einem Male war dieses unerklärliche Wissen da, dass Draco sich der Hoffnungslosigkeit ergeben wollte, sobald er zurück in seinem Zimmer war. Jetzt bekam es Harry richtig mit der Angst zu tun. Dieses Wissen, welches ihm aufdrängte, war keine reine Vermutung aufgrund der Tatsachen. Es würde eintreffen.
dessen war er sich absolut sicher. Draco hatte sich bereits einige Schritte von ihm entfernt, als Harry schnell vom Boden aufstand, um ihm zu folgen. Kurz aus den Augenwinkeln bemerkte er etwas, weswegen er sich nochmals umdrehte. Vor Schreck schrie Harry auf, bevor er sich selbst mit den Händen zur Stille zwang. Auf der Stelle war Draco bei ihm, der aufgebracht fragte, was los sei. Mit zittrigen Fingern zeigte Harry auf das kleine, schäbige Haus, welches sich etwa 20 Meter vor ihnen befand und vor wenigen Sekunden definitiv noch nicht hier war. Dem Zeigefinger folgend, sagte Draco leise sprechend: Was ist da? Ich sehe nichts. An Harrys Atmung bemerkte Draco, dass die Sache ernst war, und Harry bestätigte ihm die Vermutung, als er leise, aber heftig atmend schilderte: Da steht ein Haus. Es ist nicht sehr groß, aber verdammt, das stand da eben noch nicht. Doch Draco sah absolut nichts. Wieder fühlte er sich den Fetzen Pergament vor Augen, in welchem der Schlüssel eingewickelt war und den er die ganze Zeit geistesabwesend gehalten hatte. Er fragte Harry fast nebensächlich klingend: Wo genau ist Creature aufgefunden worden? Wie ein Fidelius-Zauber funktionierte, wusste Draco nicht genau, weswegen er Severus nach seinem ersten Besuch bei seinem Vater darüber ausgefragt hatte. Auf seine Fragen hin hatte Severus ihm alles erklärt, was er wusste, doch das reichte ihm nicht. Es waren sehr alte Aufzeichnungen in historischen Büchern, die Draco auf der Suche nach Möglichkeiten durchforstet hatte, ob man ohne einen Geheimniswahrer an den verheimlichten Ort gelangen könnte. Es schien ausweglos, bis er auf eine Sache gestoßen war. Es war nur eine kurze Abhandlung über die damalige Hexenverfolgung. Dort wurde geschildert, wie ein Mann seine Kinder vor den aufgebrachten Muggeln schützte, indem er sich selbst zum Geheimniswahrer seiner Hütte machte und er sich und seine Kinder dort versteckte. Eine Unstimmigkeit machte Draco besonders stutzig an der Geschichte, denn der Mann, von dem er gelesen hatte, soll stumm gewesen sein. Und doch wäre er der Geheimniswahrer gewesen. Wie sollte das möglich sein, wenn nur der Geheimniswahrer den Ort nennen konnte, um weitere Personen einweihen zu können? Und warum musste man gleichzeitig dem Einzuweihenden auch einen Zettel unter die Nase halten? Jetzt ging Harry ein Licht auf. Diese Stelle, wo das Haus plötzlich aufgetaucht war, war genau die Stelle, an der Fang und Harry wie verrückt gebellt hatten. Seine Augen von dem Haus abwendend, gab Harry wieder: Severus sagte, Creature wäre hier in der Nähe gestorben, vielleicht 100 Meter von Hagrids Hütte entfernt und am Waldrand, möglicherweise genau hier, wo wir stehen, denke ich. In diesem Moment, als Draco auf das Stück Pergament starrte und Harrys Ortsbeschreibung hörte, bildeten sich einzelne Buchstaben und dann ein vollständiger Satz auf dem zerschlissenen Fetzen Papier, den Draco für Harry laut vorlas. Narcissas Haus befindet sich am Waldesrand in der Nähe der Hütte des Wildhüters. Nachdem Draco wie gebannt aufblickte, sah er, wie sich eine große Narbe ins Gras zeichnete und von dem Spalt die Erde aufgerissen wurde, bevor sich ihm ein heruntergekommenes, bescheidenes Haus offenbarte, dessen Anblick sein Herz höher schlagen ließ. Kaum hatte Harry sich gefangen, spürte er Dracos Hand an seiner, die das warme Metall umfasste. Ehe er reagieren konnte, entriss Draco ihm den eisernen Schlüssel, der für ihn plötzlich nicht mehr unsichtbar war, und stürmte auf das Haus zu. Harry folgte ihm wortlos und beobachtete,
wie Draco mit so zittrigen Händen den Schlüssel hielt, dass er nicht einmal das Schloss treffen konnte. Beruhigend legte er eine Hand auf Dracos Hände, ohne ihm den Schlüssel wegnehmen zu wollen. Nur unwesentlich beruhigte sich Draco, aber es genügte, den Schlüssel in das Schloss einzuführen und ihn zu drehen. Aufgeregt und abgehackt atmend, drückte Draco die Klinke herunter und warnte Harry, er solle vorsichtig sein, nur für den Fall. Nickend versicherte Harry, auf der Hut zu bleiben. Beide zogen ihre Zauberstäbe und betraten das Haus. Drinnen war es etwas muffig, aber zum Glück roch es nicht nach einer verwesten Leiche. Hier und da flackerten einige Lichter, was besonders in Draco Hoffnung erweckte. Harry hingegen nur noch darin bestärkte, vorsichtig zu sein. Sie nickten sich kurz zu, bevor sie sich trennten. Harry begab sich in einen kleinen Raum, der wie eine Küche aussah. In einem kleinen, karg eingerichteten Wohnzimmer hielt Draco inne, um mit den Augen den Raum zu überfliegen. Die schlichte Einrichtung bestand aus zwei Ohrensesseln, von denen einer ihm abgewandt stand, einem kleinen und wackeligen aussehenden, unlackierten und daher widerlich grauen Holztisch, einer leeren und staubigen Vitrine und einem kleinen Sideboard. Tapeten lösten sich von den Wänden und hingen einige Zentimeter herunter. Überall lagen oder hingen dicke Staubflusen herum und die wenigen Dekorationsgegenstände machten dieses Zimmer nicht gemütlicher. Erst nachdem er sicher war, dass offensichtlich niemand hier war, ging er um einen der großen Ohrensessel herum und erschrak ganz fürchterlich, als er das Antlitz seiner Mutter erblickte. Ihre Haut war weiß wie Schnee, ihre Augen glasig und abwesend. Sie saß nur da und bemerkte nicht einmal, wie ihr Sohn besorgt nach ihr rief. Mutter? Mutter! Durch Dracos Worte aufgescheucht, hastete Harry zu ihm ins Wohnzimmer. Nun standen die beiden jungen Männer vor der sitzenden Narcissa Malfoy, deren Schönheit über die Jahre nicht verblasst war. Ihr Haar war kunstgerecht nach oben gesteckt und hübsch zurechtgemacht. Sie trug ein edles Kleid, welches so oft geflickt worden war, sodass die hauswirtschaftlichen Zaubersprüche mittlerweile dunkelgraue Flecken auf dem feinen, beigefarbenen Stoff zurückgelassen hatten. Sie saß manierlich in dem Sessel, wie eine wohlerzogene Dame sitzen sollte, Beine eng aneinander gepresst und mit manierlich im Schoß gefalteten Händen. »Mrs. Malfoy?« versuchte es diesmal Harry, aber er erhielt keine Antwort. Mrs. Malfoy blinzelte nicht einmal. Draco streckte vorsichtig seine Hand aus und berührte die warme Wange seiner Mutter. Ihre Lider schlossen sich daraufhin für einen Moment. Als sie sie wieder öffnete, fixierte sie die blaugrauen Augen ihres Sohnes. Die Andeutung eines Lächelns wehte über ihr Gesicht. Ihre Augen wurden langsam lebendiger. Mit sanfter Stimme flüsterte sie, ganz so, als würde sie zu einer Erinnerung sprechen. Draco, mein Schatz. Sie legte ihre Hand auf seine, die noch immer auf ihrer Wange ruhte. Mrs. Malfoy erblickte einen Moment später Harry und sie wandte sich gleich darauf, fortwährend lächelnd an ihren Sohn. Mit geschwächter Stimme, als hätte sie seit Ewigkeiten kein Laut gesprochen, sagte sie. Draco, du hättest mir rechtzeitig Bescheid geben können. Du hast deinen Freund mitgebracht. Sie lächelte hinüber zu Harry. Ich werde Dobby sagen, dass wir heute Abend einen Gast haben. Vater wird sich darüber freuen. Er müsste bald Feierabend haben. Soweit zur heutigen Ausgabe unserer Hörbuchreihe zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat,
Lasst uns bitte einen Daumen nach oben da. Und sehr gerne natürlich auch einen Kommentar, denn die Feedback-Challenge ist immer noch on. Wenn ihr mögt, natürlich auch gerne ein Abo. Ciao, bis zum nächsten Mal.